Wir starten unsere Tour im wunderschönen Osttirol am Parkplatz in Ströden. Mit vollständiger Gletscherausrüstung gehen wir durch das Maurertal, passieren dabei die Stornalm, lassen die Essener Rostocker Hütte links liegen und gehen das Maurertal bis zu seinem Schluss. Wir treffen dort auf das Maurerkäs und machen uns Richtung Norden und dann Richtung Osten auf den Weg zum Großen Geiger, den wir über die Südwestflanke besteigen. Die Abfahrt vom Großen Geiger führt uns unterhalb des Großen Hab vorbei bis zu einer Rinne, durch die wir in ein Becken vor der Essener Rostocker Hütte gelangen und mit einem kleinen Gegenanstieg zur Essener Rostocker Hütte kommen, bei der wir schlussendlich nächtigen. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich bin da mit der Ricardo und mit dem Flo am Parkplatz in Ströden, Hinterbichl, das ist in Osttirol. Und wir starten jetzt durchs Maurertal und wenn es hier ausgeht, gehen wir heute noch auf einen großen Geiger auf 3360 Meter auf. Viel Spaß, kommt's mit! Mittlerweile haben wir die Essener und Rostocker Hütte da hinter uns lassen. Und für uns geht es jetzt dann weiter rein ins Maurertal. Wir sind jetzt von ganz hinten draußen gekommen. Das ist das Maurertal. Und wir sind jetzt dann eigentlich beim Anseilplatz auf 2900 Meter am Gletscher. Haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir ohne Seil gehen, weil es da ziemlich steil ist und die Absturzgefahr größer ist wie die Spaltensturzgefahr. Das sollte aber jetzt nicht für irgendjemand anderen als Vorbild dienen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er in so einer Situation umgeht. So schaut es da aus. Und da vorne ist der Gipfel. Da drüben ist der große Hub.
nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir endlich bei der Gipfelflanke angekommen. Weit ist es nicht mehr. In der Gipfelflanke. Ich bin fix und fertig, Leute, ich sag's euch, aber es ist nicht mehr weit. Da sind wir die Gipfelflanken rauf. Da vorne der Flo und da oben der Ricardo, der sieht schon das Gipfelkreuz. Die zwei sind großartig. Großartig. Allein hättest du heute nicht rauf geschafft. Ah, mir tut alles weh. Genial. Ricardo, Flo, danke. Das hat so Wahnsinn. Riesengroßes Shoutout für die zwei geniale Typen. So, liebe Leute, jetzt sind wir da. Im großen Geiger auf 3360 Meter hier oben. So schaut es da aus, ist ein Traum. Da hinten, Großvenediger, die Tour, die ich eben mit dem Tobi gemacht habe, verlinke ich euch. Vorne das Rainer, vorne, da ganz hinten der Großglockner, da verlinke ich euch auch ein Video von meinen Glockner-Videos. Die hohen Tauern da drüben, da seht ihr den Flo, Bad-Griffel-Stecke, da ist der Ricardo. Und da haben wir eine traumhafte Fernsicht bis aus in die Dolomiten. Da ganz vorne die Rötspitze, gibt es ein Video, das verlinke ich euch. Und da vorne der Berg mit der fest durchsetzten Wand. Das ist die Dreiherrenspitze, gibt es auch ein Video, verlinke ich euch auch. Ja, und da geht es Richtung Zillertal um. Stubaital, Ötztal. Traumhaft einfach. Ganz ein langsamer herum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, gern wieder Daumen rauf. In Zukunft keine Videos zusammen, wo jetzt Kanal abonnieren, Glocken einschalten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Steiner.
Das ist eine wilde Action, sagt der Flo. Ja, da vorne ist die Hütte in Bildmitte. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden abzufahren. Bald haben wir es geschafft. Juhu! Fisch, gerade die Hausrenn gefahren. Da mitten runter.